Ein Hallo von mir und ein herzlich Willkommen von eurer Mara. Ich begrüße euch heute zu einem Level Guide der Sammler, und zwar heute werden wir den Fischer machen. Also ich weiß aus unzähligen Beiträgen auf Facebook und so weiter oder aus ähnlichen Foren, dass der Fischer am mühsamsten zum Leveln ist für sehr, sehr viele und dass eigentlich so auf Englisch viele Guides gibt, aber auf Deutsch eigentlich ganz, ganz wenig. Das heißt, ich werde euch so einen ähnlichen Guide wie einen Speedrun-Guide machen bezüglich Fischer, das heißt wo und mit welchen Köder kann man am besten fischen, weil es ist so, man kann hier nicht so wie beim Sammler einfach nachgucken, wo gehe ich hin und ich sammle, sondern beim Fischer funktioniert es ein bisschen anders. Ich habe die Aufgabe schon angenommen, ich bin untere Decks, Lanusthea, in der Fischergilde, ist vis-à-vis von der Schurkengilde, hier auch der Etorit der Fischergilde. Die Aufgabe habe ich schon angenommen, das heißt, ich habe mittlerweile meine Angel angelegt. Sieht so aus, dass ich auf der Haupthand jetzt die verschlissene Angelroute habe. Am Rumpf habe ich jetzt die Dramatiker des Eifers, das heißt, ich habe ein bisschen Sammelgeschick jetzt drauf. Und sonst habe ich nichts drauf, das heißt, ich habe im Moment nur 35 Sammelgeschick. Aber es ist so. Ich habe deswegen auch schon die Route angelegt, weil ich möchte euch zeigen, wir haben verschiedene Bücher bekommen. Und zwar, so wie bei mir auf der PlayStation 4, legt man es hier unten schon hin. Und zwar, hier sieht man jetzt nur das Handwerker-Notizbuch, da muss ich umsteigen. So, jetzt stimmt's. Hier bekommt man Fischverzeichnis und das Fischer-Notizbuch. Was ist drinnen? Ein Fischverzeichnis, wollen wir gucken. Hier seht ihr dann, welche Fische ihr gefischt habt. Gibt es unzählige Seiten lang. Und auf der im Fischer Notizbuch, wo ihr gefischt habt, welche Gebiete es gibt. Das heißt, ihr könnt das einfach alles aufmachen und hier steht halt im Moment überall unbekannt dabei. Das heißt, man muss es wirklich separat alles freischalten, sonst kommt ihr dort da nicht hin. Wie werden wir es angehen? Ich werde mich immer dorthin teleporten, wo man am besten fischt. Dann gebe ich euch die Position und auch welchen Köder. Im Moment haben wir jetzt nicht viel Auswahl. Wir haben als Köder nur mit den Wattwurm, und zwar zu den Kommandos. Die erkläre nur kurz, welche Kommandos haben wir jetzt bekommen am Anfang. Ich zeige es hier unten am besten. Köder, das heißt hier, wenn wir das aufmachen, können wir auswählen, welchen Köder verwenden wir. Im Moment können wir den nur in Level 1 verwenden. Der anderen zwar ist Stufe 5 und Stufe 10. Die hat mein Gourmet hergestellt, deswegen habe ich sie in meinem Inventar. Was haben wir dann bekommen? Dann haben wir Angeln bekommen. Natürlich brauchen wir. Du beginnst mit dem Angeln, na hurra, was für ein Kommando. Dann das Kommando des Anschlags, auch natürlich klar, ich muss den Fischer irgendwie hinausbekommen. Das Kommando beenden, das heißt, ich beende das Angeln generell. Und Leuchtposte, das heißt, das ist unsere Hilfestellung, wenn wir fischen. Das heißt, ich werde jetzt einmal anfangen, ich werde es hier mal kurz zeigen und dann werden wir uns schon wegteleporten. Das heißt, wir stellen uns hier hin und ihr seht, sobald man angeln kann, dann verändert sich auch hier unten die Farbe des Kommandos angeln. Das heißt, wenn ich weggehe, dann seht ihr, dann ist es aus. Wenn ihr hingeht, dann ist es an. Wie funktioniert angeln? Ihr wählt einfach den Köder aus. Ich mache es ein bisschen größer. Und mit angeln werft ihr es aus. So wie hier jetzt aktivierte Leuchtposte, dann seht ihr oben das Licht. Es gibt zwar Möglichkeiten, wie ihr entweder setzt es am Anschlag oder ihr hört es eben. So wie jetzt, dann auf Anschlag drücken. Und er beißt. So, jetzt haben wir das bekommen, das erste Mal. Das heißt, wir haben eben das Gebiet freigeschalten und eben auch den Fisch im Inventar. Wenn ihr aufmacht, hier Fingerkrebs ein Stück. Und wenn wir unten gucken, Fischer Notizbuch, seht ihr auf einmal untere Decks habt ihr freigeschalten. Das heißt, so wie hier untere Decks könnt ihr überall fischen. So, das war mal so eine Art Einleitung mit Beenden. Könnt ihr es einfach beenden oder ihr bewegt einfach euren Charakter, das kann ich euch später zeigen. Okay, das heißt, das war mal so eine kurze Einführung. Jetzt fangen wir mit dem Leveln an. Was habe ich mir noch besorgt, wenn ich das Inventar aufmache? Ich habe den Gesellschaftsleitfaden Überlebenstraining und was ich gleich machen werde, ist der freien Gesellschaft, und zwar das Kommando der Sammelroutine Bonus 2, das heißt Sammeln erhöhen wir um 10%. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch noch, so wie hier zum Beispiel, an Zoni nehmen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Wahrnehmung drauf und SP und ebenso
die 3% Routine. Das heißt, das holen wir alles raus, weil beim Fischer ist es ganz wichtig, da können wir jetzt nicht in HQ craften, so wie beim Handwerker, sondern da brauchen wir jedes XP, was wir bekommen. Okay, das zur Einleitung. Das heißt, ich teleporte mich jetzt einmal weg und zeige euch gleich die erste Position, wo wir fischen werden. So, bin an der ersten Position und zwar ist es C4-Schneise. Und zwar, das ist auf Position X19Y24 im zentralen Landseher. Das heißt, hier werden wir jetzt einmal zuerst einmal noch den Gesellschaftsleitfaden Überlebenstraining, den wir jetzt aktivieren, zum Sammeln. Und hier werden wir jetzt eben anfangen mit dem Fischen. Das heißt, ich schmeiße jetzt einfach mal meine Router rein und hier können wir jetzt optimal leveln, beziehungsweise wir gucken, dass wir hier bis auf Level 5 innerhalb kürzester Zeit hochleveln. Wenn ihr guckt von XP her, haben wir jetzt für den Fisch, das sind fast 300. Das heißt, das sind 300 XP. Das heißt, hier einfach nach der Reihe hinein einfach rausleveln. Hier funktioniert es anders, als was wir bei den Sammeln machen, dass wir schon auch auf den Fisch fischen im Moment, den wir brauchen, sondern den machen wir dann erst, wenn es soweit ist, weil es dann am einfachsten geht, weil wir auch vom Gier her dann die meisten Chancen haben. Das heißt, ich fische jetzt einmal bis Level 5. Okay, passt. Somit sind wir jetzt Level 5. Aber gar nicht viel gefischt, das heißt, jetzt werde ich einfach meinen Charakter bewegen, dann packt er ein. Dann mal gucken im Inventar, ich habe da jetzt glaube ich 10 oder, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, 12, 13 Fisch waren das. Auf jeden Fall ganz kurz ist jetzt an der Zeit, ich habe nur 19 Minuten bei Bufffood. Das heißt, ich werde jetzt immer vollständiger, also der Vollständigkeit halber, immer zurück zur Gilde und werden wir immer die 5, 10, 15 Aufgaben und so weiter holen. Das heißt, ich teleporte mich jetzt zurück zur Fischergilde und holen wir uns einmal die Aufgabe. Gut, dann sind wir zurück in der Fischergilde. Hier, diese Buche, hier muss ich mal gucken. Hier die Level 1 Aufgabe, also eigentlich, die hätte ich jetzt erst schon mitnehmen sollen, die habe ich vergessen. Aber Level 1 Aufgabe hier, wenn ihr die annimmt, dann bekommen wir einfach das Oberteil, was ich schon habe. Hier haben wir das natürlich schon alles erledigt, weil die Fische haben wir nämlich jetzt gefangen schon mittlerweile. Die limsische Sardellen 5 Stück. Jetzt holen wir uns halt das Oberteil erneut. Wie gesagt, ich hatte es schon. Wenn nicht, das könnt ihr gleich vor der Tür fangen. Also diese Sardellen einfach hier, was bei der Tür. Hier könntet ihr ja gleich fischen. So, wir holen uns die Level 5 Aufgabe. Und zwar hier, Übung allein, mach keinen Meister. Die werden wir jetzt einmal annehmen. Und hier müssen wir eben, brauchen wir Pillendreher. Wo bekommen wir die? Und zwar, die bekommen wir bei einem Händler. Und zwar untere Decks X6Y11. X6Y11, das heißt oben im Markt, da bekommen wir die. Das heißt, ich teleporte mich jetzt zum Ätheritenplatz und zeige euch, wo ihr die bekommt. So, und zwar hier. Sünö Hill, und zwar auf X62Y12, um ganz genau zu sein. Und zwar hier werden wir uns diese Pillendreher mitnehmen. Ihr seht, ihr kriegt ja die ganzen Köder, was ihr sonst noch braucht, bis zur Stufe 5. Das heißt, ein Wattwurm, den haben wir schon 80. Krebsfleischbälle, da habe ich auch schon welche. Und diese Pillendreher, das ist Pillendreher, kauft da hier nicht zu viel ein. Ich werde mal mit 20. Drei Fische muss ich fangen. Ja, das geht sich aus. Das heißt, ich nehme jetzt diese Pillendreher mit und dann werden wir uns jetzt wieder zum Fischerplatz begeben und werden mal schauen, dass wir die rauskriegen. So, bin jetzt wieder bei der Fischergilde und hier werden wir jetzt einfach nur wechseln und zwar auf den Pillendreher, das heißt anderer Köder, und jetzt werden wir uns diese drei Hafenheringe mal rausholen.
So, in dem Moment habe ich den dritten Hafenhering. Nicht wundern, die Meier hat jetzt nur ein anderes Oberteil an. Das, was wir zuerst bekommen haben, einfach nur, weil das andere war gebunden. So, dann werden wir das abgeben. Die drei Stück. Die Videoskippe, wie immer. Und hier werden wir uns jetzt da, wir brauchen Sammelgeschick. Das heißt, die Handschuhe werden am meisten Sinn machen im Moment. Und Krebsfleischbälle, die brauchen wir unbedingt. Super. Das heißt, hier mit denen können wir dann schon weiterarbeiten. Jetzt werden wir nur die Handschuhe anlegen. Wie sieht die Meier dann aus? Gucken wir mal, ob wir von oben was haben. Aber ich denke mal nicht, das ist... Oh ja, Wahrnehmung 16. Das heißt, hier können wir ruhig schon alles anlegen, was wir noch haben. Wenn nicht, müsst ihr am Marktprojekt gucken, was eben für euch ist. Kontrolle brauchen wir nicht. Das heißt, wir werden jetzt da die Arbeitshandschuhe anlegen. Teile haben wir, glaube ich, noch nichts. Beine, da müsste man schon was haben irgendwo. Es gäbe was für die Beine, eben Sammelgeschick. Aber brauche ich jetzt im Moment nicht. Das heißt, wenn, es könnte natürlich alles machen, dass ja das Gear updatet, aber im Moment ist es hier noch nicht notwendig. Also als Fischer mit Stufe 6 brauche ich es noch nicht, ich brauche es später. Okay, jetzt haben wir mittlerweile Stufe 6,5, das heißt, ich teleporte mich jetzt zum nächsten Gebiet, wo wir fischen werden, und da leveln wir jetzt gleich hoch bis Level 10. So, dann sind wir bei der nächsten Angelstelle, und zwar, ich bin jetzt der zentrale Lanusea auf Position 17, also X17, Y14. Und hier werden wir jetzt mit Krebsfleischball fischen. Das ist am besten hier zum Leveln. Gucken wir uns noch den ersten an, dann werden wir mal ein paar Food auffrischen. Fischen wir mal einen raus. Passt. So, das heißt hier eben Nymphquell, hier werden wir jetzt fischen, bis Level 8 werden wir das neue Gear anlegen. Das heißt, ich werde jetzt nur mal Food auffrischen und werde dann hochleveln auf 15. Also auf 10 wäre ich hochleveln, nicht auf 15 natürlich. So, und jetzt, wie ihr seht, wir haben das erste HQ-Teil gefangen. Eine Prinzessinnenforellen HQ. Und die behalten wir uns auch gleich, weil die brauchen wir nämlich zum Einlösen für die nächste Aufgabe. Das heißt, hier eben, wenn ihr hier fischt und ihr habt die in HQ, gleich behalten, weil die brauchen wir dann für die nächste Quest. Okay, so passt. Somit sind wir in Level 10. Es waren einige HQ dabei. Kann man nachgucken. Also hier Zwergenkartfisch HQ. Hier 3 Dämmergrundel HQ. 5 Prinzessinnenforellen. Eine brauchen wir zum Abgeben. Jungfrauenkarpfen HQ. Das heißt also, ihr könnt wunderbar auch HQ sammeln. So, somit sind wir Stufe Level 10. Das heißt, wir teleporten zurück zur Gilde. Und werden wir die Level 10 Aufgabe abschließen. So, dann sind wir zurück. Hier wieder Sisibu. Fischer Fritz fischt große Fische. Okay, passt. Hier kriegen wir dann Level 12 und, wenn es jetzt Strohhut, und den werde ich gleich als erster nehmen, den Strohhut, dass wir einfach auch weiterkommen, was das Gear betrifft. Das haben wir jetzt schon abgeschlossen. Haben wir ja ein paar Stück davon. Ihr seht also, wir müssen schauen, dass wir es manchmal kombinieren. Und wenn nicht, dann muss man es halt immer nachfischen, in Anführungszeichen. Was aber nicht schlecht ist, weil es ja auch XP bringt. Okay, das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen den Strohhut, schließen das mal ab. Mal rausgehen mit der Meira. So, das heißt, wir werden sie jetzt wieder updaten, was das betrifft. Strohhut anlegen. Und wenn wir sehen, wir haben jetzt 57 Sammelgeschick, auch natürlich durchs Buffhut und 43 Wahrnehmung. Okay, dann geht's weiter. Das heißt, ich teleport mir jetzt weiter und wir gucken uns die nächste Angelstelle an.
So, ich befinde mich jetzt, und zwar westliches Lanusthea, Doppelturmsiedlung, und zwar hier fischen wir und wir brauchen aber das. Und zwar hier geht es zum Krämer. Und zwar als allererstes brauchen wir jetzt bei Werkzeuge, brauchen wir den Grundelball. Da nehmen wir jetzt einmal, ich nehme mal 40 mit. Wenn wir noch welche brauchen, können wir uns auch welche holen. Und das zweite, was wir machen ist, wenn wir uns nämlich jetzt den Charakter angucken, wir haben zwar schon das Gear ein bisschen abgegradet, aber es ist noch nicht fertig. Das heißt, wir gehen hier auch zu Rüstungen, Sammler und Handwerker und hier gucken wir, dass wir uns noch einkleiden. Das heißt, wir werden gucken, dass wir das, so wie hier, die Wahrnehmung, den Überlebensgürtel, das werden wir mitnehmen. Ich habe zwar einen davor, der muss nur gucken, wo er ist. Das heißt, wir decken uns hier mit den ganzen Sachen ein, die wir brauchen. Das heißt, ich mache das jetzt einmal, werde alles anlegen und dann gehen wir zur Angelstelle. So, die Meira ist jetzt abgegradet. Das heißt, im Moment haben wir jetzt 73 Sammelgeschick und 57 Wahrnehmung. Ihr seht, das ist ein Gelb gehalten alles. Und die Stelle, wo wir weiterfischen, ist auch hier. Doppelturmsiedlung auf Position 34, 32. Das Einzige, was wir jetzt machen werden, ist, den Köder anwählen, den Grundelball. Den wählen wir für hier an und mit dem werden wir jetzt weiterfischen. Das heißt, werfen wir mal die Angel rein, gucken wir mal, was wir rausbekommen. Und dann hier leveln wir jetzt bis 15 durch. Weil hier die von die XP gibt es hier am meisten eben mit diesen Köder. Warten wir noch, bis der erste anbeißt. Gucken wir mal, was wir rausbekommen. Und ihr seht, der erste ist ein kleiner HQ, weil eben vom Gear her es passt. Das heißt, hier haben wir jetzt über 3000 XP gemacht. Drum hier unbedingt leveln, bis wir auf Level 15 sind. So, wie ihr seht, das war jetzt wieder an ein HQ. Nur eins zur Erklärung bezüglich der Köder. Es ist so, ich bin jetzt an einer Küste, also Salzwasser. Ihr seht hier mal in der Beschreibung, für wo die Köder sind, so wie der zum Beispiel eben auf hoher See, also Salzwasser. Der Blutwurm, Allround-Leben-Köder, den müsstet ihr probieren. So wie hier Pillendreher an den Küsten, das heißt, der wäre für hier geeignet. Der Krebsfleischball eben nur zum Beispiel Flüsse, das heißt, mit dem kann man hier nicht fischen. Aber zum Beispiel Pillendreher, den könnt ihr hier auch probieren. Aber ich empfehle euch einfach mit dem Grundelball hier einfach weiter zu fischen. So, bin jetzt bei knapp Level 12,5. Was an der Position noch gut ist, ist, und zwar, wenn ihr einfach zurücklauft. Und zwar hier bei den Häusern, sind ja die Freibriefe. Wenn ihr Freibriefe überhaupt, dann könnt ihr das auch nutzen. So wie ich werde das jetzt zum Beispiel machen. Hier könnt ihr nachgucken. Unter die Sammlererlasse, wenn ihr mal eine Zeit lang gefischt habt, was kann ich schon abgeben? Da seht ihr hier, so zum Beispiel Hafenheringe habe ich erst 2 von 3, die zum Beispiel noch nicht, aber die hier, da hätte jetzt Morabi, diese Flunder hätte schon 3. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit auch, wenn ihr Freibriefe frei habt, so wie ihr 100 Vollmachten, das heißt, dass ich den annehme und dass ich den dann hier einfach gleich abgebe. Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, dass man einfach noch ein paar XP rauskriegt. Das heißt, würde immer so machen, guckt, ob ihr Freibriefe abgeben könnt, also ob ihr das schon alles habt. Ihr seht, den könnt ihr jetzt dreimal machen, weil ich habe so viel Blunder habe, das heißt, ich kann den ohne Probleme abgeben. Ist halt immer ein Vorteil, wenn man es eben erst zuerst fischt und dann abgibt, weil meistens den Zielfisch einfach drauf zu fangen ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, macht ehrlich gesagt keinen Sinn. Sondern bei den Freibriefen, da gucke ich mal, was habe ich, was kann ich abgeben. Das heißt, ich werde nochmal abgeben und hole mir einfach die paar XP noch dazu. Dann spare ich mir halt meine 10 Minuten zu fischen. So, dann werde ich das auch noch ab. Also hier zum Beispiel den Tigerdorsch, das war jetzt eine andere Aufgabe, da habe ich auch welche. Habe jetzt gar nicht geguckt. Ihr seht, ich gucke eigentlich immer nur, ob ich diese Stückzahl habe, weil die Sammlerlasse. Aber da habe ich auch noch Kieselgraben, seht ihr? Die habe ich zum Beispiel, die habe ich noch nicht. Das heißt, da kommen immer verschiedene. Guckt einfach nach, gebt es ab. Und wenn nichts mehr ist, na, dann fischt ihr einfach weiter. Das, die Möglichkeit habt ihr.
Und die kann man zum Beispiel auch mehrmals abgeben. Die kann ich dreimal abgeben, ja. Also, ihr seht, das bringt natürlich schon super XP. Und ich bin jetzt fast auf 14. Jo, ich denke, das war es jetzt von den Freibriefen her. Also da könnt ihr ruhig bei den Freibriefen ein paar investieren. Einmal kann ich noch die Plunder abgeben. Weil wie gesagt, auch das Inventar, guckt, dass ihr das Inventar natürlich irgendwie auch sauber haltet, dann, weil ihr seht, das fühlt ziemlich an, wenn ihr könnt. Entweder ihr desündet euren Koch oder verkauft es oder ihr gebt es bei den Händlern zurück, schmeißt es halt nur nicht weg. Okay, das heißt, ich gehe jetzt zurück, bin jetzt bei 13,5 und fische jetzt einfach den Rest weiter. Und dann gucke ich einfach, ob ich noch irgendwas bei den Freibriefen abgeben kann. Und wenn nicht, dann sehen wir uns bei Level 15, wenn wir die Aufgabe annehmen. So, wenn wir noch einen Freibrief holen. Und zwar, ich habe hier von dieser Tigertorsch 3 HQ. Das heißt, wir haben Vergütung 7744. Schauen wir mal, ob sich da was ändert, wenn wir den HQ abgeben. Das heißt, ich habe die 3 HQ gefangen. Das heißt, ich werde jetzt die 3 HQ übergeben. Er fragt mich. Und, wenn wir sehen, wir bekommen hier den Bonus. Das heißt, wenn ich HQ-Fisch habe, so wie ich hier, ich sehe jetzt abgeben. Und, super, das heißt, ich bin jetzt fast Level 15. Einfach weil ich 15.000 XP durch diesen Freibrief gemacht habe. Was ich noch bekommen habe, sind Rattenschwänze. Die sind ganz wichtig ab Level 15. Also fische jetzt nur die restlichen, es fehlen mir noch 1000. 1000 fehlen mir noch. Das heißt, die fische jetzt noch und dann begeben wir uns zur Fischergilde und holen uns die Level 15 Aufgabe. Denn dafür brauchen wir nämlich dann schon die Rattenschwänze. Sonst können wir nämlich den Fisch nämlich nicht fangen. So, das war's, Level 15. Passt, wir haben jetzt wieder Fischgründe halten und zwar überall in Erosier sind Fischgründe verstreut, nur eine Handvoll Fische. Das heißt, mit diesem Möwenauge kann man diese erstklassigen Angestellten probieren. Also wenn es nicht reicht, dann passt. Das heißt, wir haben das eben dazu bekommen. Cool. Ist aber nur eine Eigenschaft. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Kommando, sondern rein eine Eigenschaft. So, das heißt, wir haben Level 15 und wir teleporten jetzt zurück, weil wir holen uns die Level 15 Aufgabe. Dann zeige ich euch, wo wir den Fisch rausbekommen und mit welchem Köder. So, dann sind wir wieder da. Holen wir uns eben jetzt da die Level 15 Aufgabe. Hier bekommen wir wieder Gier und natürlich auch Haupthand und so weiter. Müssen wir mit dem sprechen, der ist draußen am Eingang. Also mit dem müssen wir dann sehr, sehr oft sprechen, der will immer den Fisch. Wieder rein. Wieder raus, also man schickt uns schön hin und her. Jetzt müssen wir ihm zum Gildenmeister. Und zwar müssen wir einen Dolchfisch angeln. Cool. Wenn wir es jetzt angucken, Dolchfisch, 5 Stück brauchen wir da davon. Und wenn man liest in der Beschreibung eben, dass man eben den Rattenschwanz dazu braucht. Und zwar in der Nähe des Leuchtturms Braubacke. Da zeige ich euch gleich, wo das ist. Weil den haben wir nicht vorher fischen können, denn dieser, wo ist er denn? Ich muss ihn mal einschlichten. Hier der Rattenschwanz braucht den Level 15, das heißt, den haben wir vorher nicht machen können. Was wir jetzt machen, ist, wir teleporten und zwar westliches Lanuszer, aber diesmal zum Bierhafen. Jetzt sind wir beim Bierhafen, ich bin bei Meteoriten und hier daneben, wenn ihr guckt, hier der Händler, also die Krämerin und der Werkzeuger, hier bekommt ihr dann auch noch Rattenschwänze, weil die 12, die ich vorher bekommen habe, die waren vom Freibrief, das heißt, hier könnt ihr einkaufen, Rattenschwänze. Ich werde jetzt nur ein paar mitnehmen, das heißt, die werden nur 28, nehme ich noch mit. Das reicht dann, genauso wie von den Dungmückenkörben nehme ich auch gleich wieder
Welche Mitarbeiter brauche ich dann zu einem späteren Zeitpunkt? Aber das heißt, ich brauche dann nicht hier wieder zurücklaufen. Ebenso hier, seht ihr, wenn ihr wollt, bekommt ihr natürlich eine Angelroute und so weiter. Muss jetzt nur in der Aufgabe gucken, weil hier normalerweise, seht ihr hier, bekommt ihr eh die Angelroute mit Level 12. Wenn ihr Gear upgraden wollt, natürlich auch hier wieder. Ich glaube, der daneben, der Rüstungshändler, hier für die Sammler. Wenn ihr upgraden wollt, könnt ihr es hier natürlich auch machen. Das ist halt Level 15. Das heißt, hier könnt ihr auch neues Gear holen. Im Moment, das wird aber reichen. Okay, dann begebe ich mich jetzt zur Stelle, wo wir fischen können. So, ich bin jetzt beim Leuchtturm. Und zwar genau Braubake. Und zwar, das ist Position X30, Y30 im westlichen Landesteer. Also ihr könnt einfach hier rundherum gehen. Ich muss immer gucken, wie es funktioniert. Hier steht euch hinten hin, weil vorne sind eben noch ein paar Gegner. Das heißt, hier könnt ihr dann fischen. Wichtig ist ja, wählt den richtigen Köder an. Wenn wir jetzt einmal machen, eben den Rattenschwanz anwählen. Und mit dem gucken wir jetzt, dass wir eben diese 5 Dolchfische rausbekommen. So, seht ihr, gleich der erste war es. Also 5 Stück und XP seht ihr auch. Also hier nutzen wir das gleich, dass wir ein bisschen XP dazu bekommen. Okay, somit haben wir jetzt alle 5. Es ist so, die Sternschule der Sammler, die ist auch gerade ausgelaufen. Das heißt, es hat schön bis 15,5 gereicht. Ich habe 2-3 Fische mehr gefangen und bin jetzt schon wieder fast, habe die Hälfte von Stufe 16 schon erreicht. Okay, das heißt jetzt zurück zur Gilde. Wir werden es abschließen. So, dann werden wir eben das jetzt übergeben, diese Fische. 5 Stück. Und Quest abschließen. Cool. Passt. Hier müsst ihr gucken, was ihr dann braucht. Also, ich werde hier für die Beine mitnehmen, weil da weiß ich, da habe ich nichts mehr. Das heißt, für die Beine, das werde ich mitnehmen. Okay, passt. So, das war's. Fische 1 bis 15. Ich habe zwar oben die Uhrzeit mitlaufen lassen, die echte. Aber zwischendrin, muss ich ehrlich zugeben, war ja ein Kaffee machen und Kaffee holen und so weiter. Ja, somit, ich hoffe, das hilft den meisten. Level 1 bis 15, wo ihr die ganzen Fische findet. Der nächste Guide wird sein 15 bis, schätze mal, 35 sowas. Denn zwischen Level, ich glaube 25 bis 35 geht es relativ flott. Also abonniert mich, dann bekommt ihr mit, wenn es den nächsten Level Guide für den Fischer gibt. Somit ein Tschüss von mir, ein Tschüss von eurer Mayra. Bis zum nächsten Mal.